Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialepisode vom Weinstephaner Podcast 1000 Jahre Bier. Und zwar haben wir heute die Burschen vom Männerabend-Podcast zu Gast, dem ältesten Craftbeer-Podcast Deutschlands. Und jetzt mag ich das Wort gleich an euch geben. Stellt euch einfach mal ganz kurz vor. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dennis, zusammen mit dem Reinhold, der natürlich auch dabei ist, haben wir das Ganze 2012 gegründet. Hallo Reinhold, schön, dass du auch dabei bist. Ja, moin, sagt man, glaube ich, in Hamburg. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Wunderbar. Bei uns heißt es Servus. Das kann ich so nicht aussprechen. Da lasse ich es bei moin. Und wen wir natürlich auch noch mit dabei haben, das ist der Marco, ehemaliger Arbeitskollege bei uns in der Elfi. Also wenn wir nicht podcasten, dann arbeiten Reinhold und ich in der Elbphilharmonie für Störtebeker als Biersommeliers. Und auch der Marco hat uns da mal begleitet. Das ist korrekt, auch von mir ein Moin Moin. Ja, es ist natürlich so, du hast ja schon angesprochen, ich gibt es jetzt seit 2012, habe ich das richtig verstanden? Wie ist denn die Idee entstanden? Also man kommt ja nicht auf einmal so wie die Jungfrau zum Kinde und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Craftbier und los geht's, wir machen jetzt einen Podcast. Wie ist das Ganze entstanden? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Schnapsidee heraus. Also ein Kumpel aus Dortmund, wir haben schon vorher einen anderen Podcast gemacht, ein anderes Thema. Und ein Hörer aus Dortmund hat die Idee und sagte, pass auf, ich schicke euch mal Biere aus Dortmund zu und dann verkosten wir die. Und dann habe ich gesagt, pass auf, lass es uns doch noch anders machen. Du bringst dein Lieblingsbier mit, ich bringe mein vermeintliches Lieblingsbier mit. Ich war noch gar kein Biertrinker zu der Zeit. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir nehmen noch den Nico, meinen Co-Host, und den Reinhold und den Sven dazu. Jeder schickt sein Lieblingsbier hier mal an den Start. Wir denken uns drei Kategorien aus, so Sexiness im Glas 1 bis 10, Flaschenwertung 1 bis 10 und Geschmack 1 bis 20. Und dann bewerten wir die einfach mal, trinken dazu noch jeder eine Flasche Schnaps. Das hört sich doch nach einem lustigen Abend an. Und das war dann so ein lustiger Abend, dass die Aufnahme wochenlang die Nummer 1 auf iTunes deutschlandweit war. Und eigentlich war das so als einmal im Jahr wollten wir das machen. Und dann haben wir gesagt, okay, die Nachfrage ist anscheinend da, dass wir Bier trinken und dabei lustige Geschichten zu erzählen. Und so ist es quasi aus der, also wir hatten nie die Idee, jetzt irgendwie Craft Beer, wir kannten zu dem Zeitpunkt Craft Beer gar nicht. Ne? Reinhold, ich kann mal sagen, du hast damals dein vermeintliches Lieblingsbier, was du ins Rennen geschickt hast, war das Carlsberg Elephant. Also wie man hört, war ich auch kein Biertrinker offensichtlich. Ja, ihr wart anscheinend eher mehr ein bisschen eine Schnapsler. Ha? Ich meine, klingt nach einer soliden Idee, jeder bringt da Bier mit und dann zupfen wir es nach einer Flasche Schnaps ein und nehmen das Ganze auf. Aber ich Tonband, kann man das heute noch sagen, Tonband, sage ich mal, oder digital, wir nehmen das auf und konservieren das für die Nachwelt. Klingt richtig stabil, die Idee. Die Ausgabe ist auf jeden Fall aber im Giftschrank verschwunden. Also, Nee, das Schöne ist, wir machen das jetzt in unregelmäßigen Abständen, machen wir das immer wieder. Also immer die gleiche Folge quasi wieder, also die gleichen Biere. Beim Schnaps sind wir mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden, sind ja auch älter geworden, vertragen den Schnaps auch nicht mehr so gut. Aber zuletzt, vor 2 Jahren, glaube ich, zum 7-jährigen Jubiläum haben wir es dann gemacht, wieder die gleichen Biere. Und also vielleicht, wenn es interessiert, also zum Beispiel, ich habe das Frühkölsch, das, was man ja weiß, herrlich obergärig ist, die schreiben es sogar auf die Flasche drauf, ins Rennen geschickt. Der Nico hatte das Oettinger Export, Reinhold, wie gesagt, das Carlsberg Elephant, der Ferdi aus Dortmund hatte das Brinkhoff Nummer 1 und der Kutzi aus Hannover das König Ludwig Weißbier. Also es war schon sehr gestreut, aber das waren jetzt Biere natürlich, wo man dann heutzutage darauf zurückblickt und sagt, nur, das waren jetzt nicht die Perlen der Braukunst. Und das ist eben das Schöne, wir haben über diesen Podcast dann auf einmal gemerkt, so nach der 8. Folge hatten wir den Supermarkt durchgetrunken und dann gab es auf einmal von unserem jetzigen Arbeitgeber, von Störtebeker, der Ferdi, schöne Grüße an dieser Stelle, Ferdi hat dann gesagt, pass auf, jetzt müssen wir hier mal zu Getränke Rudert in Dortmund. Dann hat er von Störtebeker dieses Atlantic Ale mitgebracht und keiner von uns kannte Störtebeker, keiner von uns kannte Atlantic Ale, Pale Ale oder Aromahopfen. Dann haben wir das aufgemacht und das ist das Schöne, das kann man eben im Podcast dann noch live hören, wir haben diese Flasche zum ersten Mal aufgemacht und der ganze Raum roch so nach Zitrus und Grapefruit und das war so der Moment, wo es um uns geschehen war. Und dann haben wir eben angefangen, tatsächlich im Internet zu gucken, haben angefangen, Brauereien auf der ganzen Welt zu bereisen, Hill Farmstead, Sierra Nevada, Stone, Treehouse, Trillium, wie sie alle Stefan. Russian River und da wollte ich drauf hinaus und deswegen freuen wir uns natürlich jetzt so sehr, dass wir als ältester Craftbeer-Podcast Deutschlands jetzt auch endlich es geschafft haben, nach fast 10 Jahren zum ersten Mal hier zu euch zu kommen, zur ältesten Brauerei der Welt. Und wir haben ja schon eine kleine Führung gemacht, Marco. Das hat hier Hand und Fuß. Ne? Also dieses historische Gebäude mit so viel Liebe, mit den, auch mit dem technischen Know-how, also so ein bisschen dieses Hybrid zwischen Tradition. Hier Tradition und Moderne, muss ganz man sagen. Genau. Ich finde es super, dass ihr unseren Catchphrase auch noch schnell unterbracht habt. Das ist super nett. Ist hier noch ein Job frei? Ja. Na, freut uns sehr. Also wir haben ja jetzt auch schon länger miteinander hin und her geschrieben und die ganze Corona-Zeit macht es natürlich jetzt nicht einfach, dass man sich mal trifft. Aber du hast ja schon beschrieben, diese ganze Faszination Craft Beer, was ja im Endeffekt, wo wir ein bisschen mit reinspielen, muss man sagen. Also Craft Handwerk, das ist ja im Endeffekt bei klassischen Bierstilen ja nicht viel anders. Ja? Es steckt ein Handwerk dahinter. Es finden ja auch klassische Bierstile bei euch immer noch statt. Ja.
Wie passt das dazu? Also ich habe schon die kleine Verbindung, habe ich schon rausgesehen, aber was macht für euch die Faszination vom Klassischen zum Craft-Bier aus? Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, die Entwicklung, wenn man zum Craft-Bier-Trinker wird, ist immer irgendwie gleich. Du fängst irgendwie an, hopfige Biere zu entdecken. Pale Ale, IPA, Double IPA, dann jetzt neu diese New England IPAs, dann kommst du irgendwann zu Stouts, dann kommst du irgendwann zum Sauerbier. Ich bin mittlerweile Europas größter Sauerbier-Fan, an dieser Stelle schon mal einwerfen. Und dann kommt aber auch irgendwann so diese Rückbesinnung, dass du sagst, so, also es muss jetzt gar nicht jeden Tag das Bourbon Barrel Aged Imperial Stout sein, sondern ey, guck mal, da gibt es Brauerei Y, die machen ein richtig tolles Pilz. Das hat dann, ist dann meistens nicht das, was man in jedem Supermarkt kriegt, sondern sind dann eher so Nischensachen. Deswegen bin ich auch so großer Fan eben von den Weinstephaner-Bieren, also dieses Hefeweißbier, wo man, wo die Amerikaner, ich bin sehr häufig auch in den USA, wo man sich da die Finger nachleckt und sagt, Mensch, was ist das für ein tolles Bier, ne? Oder der Vitus, auch ein ganz tolles Bier, ne? Also so die klassischen Bierstile, ich finde immer, umso intensiver man sich mit dem Bier beschäftigt, Marco, du bist ja auch Biersommelier, umso intensiver man sich mit dem Thema Bier beschäftigt, umso mehr lernt man auch die klassischen Bierstile zu schätzen. Also ein gescheites oder fruchtiges Neipa zu machen, das würde ich jetzt sagen, ist nicht hohe Braukunst, aber ein gescheites Pilz oder ein gescheites Weißbier zu machen, das schon. Also der Weg, den Dennis beschrieben hat, den bin ich ähnlich gegangen. Ich bin auch über die fruchtigen Biere reingekommen, allerdings schon ein bisschen früher als ihr. 2012 bin ich nämlich. Bist ja auch schon ein bisschen älter. Nach Hamburg gezogen. Wir haben vorhin hier Ausgrabungen gesehen, da warst du auch mit dem heiligen Corbinian, warst du auch ja, da. Ja, ich war schon dabei damals. Warst du dabei, ne? Ja, natürlich. Und bin auch über die ganzen Pale Ale und IPA-Schiene auf die dunkle Biere gekommen, wobei ich Altbier schon ein bisschen kannte natürlich, weil ich gebürtig aus der Gegend um Düsseldorf komme. Habe dann auch die Sauerbiere kennen und lieben gelernt. Ich bin jetzt nicht Europas größter Sauerbier-Fan, aber... Das kann nur eingeben. Kann mich nur eingeben, genau. Aber die Sauerbiere sind einfach die komplexesten Biere, finde ich im Endeffekt. Aber Pilz ist immer ein großes Anliegen in meinen Tastings. Ich suche nämlich immer ein richtig gutes deutsches Pilz, was nicht Kaltkorf ist. Und da gibt es halt nicht so viele. Und deswegen ist Pilz mir immer ein sehr großes Anliegen für die klassischen Bierstile, um das auch den Menschen zu zeigen. Aber das sieht man im Moment auch ganz stark am Biermarkt in den USA oder am Craft-Biermarkt in den USA, sagen wir mal so. Es hat genau so angefangen, also Sierra Nevada Pale Ale, ja, und dann Boston Lager, das waren so die ersten, die da abgegangen sind. Und dann kommen die anderen, Stone hast du erwähnt gehabt, ne, mit ihren krassen IPAs und was der Teufel was alles. Jetzt sind wir so bei Napa, jetzt sind wir auch so bei irgendwelchen Milkshake-Geschichten und also ganz, ganz absurd, ja. Aber okay, das ist halt einfach die Entwicklung. Also die einen gehen in die Richtung, wir werden jetzt noch mehr crazy und wir werden jetzt noch mehr verrückt. Und die anderen besinnen sich dann wieder zurück, weil dann sind sie schon sehr educated, wenn es um Bier geht. Also sie haben schon viel getrunken. Und dann ist die Einfachheit, unter Anführungszeichen, die geschmackliche Simplicity, ja, also nicht falsch verstehen, aber diese straighte, handwerkliche, gute, gemachte Einfachheit eines Pils. Ausgewogenheit, Balance, feine Hopfennote, dezente Bittere, ordentlich eingebettet. Ja. Und das verzeiht auch keinen Fehler. Und das nicht nur, dass es keinen Fehler verzeiht, aber dann sagen die Leute, es ist ein straighter, guter Geschmack, aber den halt immer wieder hinzubekommen und den, das ist halt nicht nur erfrischend, sondern man kann da vielleicht auch mehr als beim Double Russian Imperial, Super Stout, was der Teufel was alles nochmal trinken. Und da sieht man auch eine Rückbesinnung, gerade in der US-amerikanischen Craft-Beer-Szene der letzten 2 Jahre, dass da vor allem German Styles extrem wieder hypen. Also einer der sage ich mal, angesagtesten ist im Moment auch unter anderem Jack's Abbey aus Framingham bei Boston, die nur German Lagers machen. Ja. Die haben 3 verschiedene Kellerbiere im Programm. Ja. Die haben sich extra liegende Lagertanks geholt, damit sie ordentlich die Biere ein helles machen und das ordentlich ausreifen können, weil sie halt wirklich die bayerische und deutsche Braukunst jetzt imitieren, weil sie sagen, wir wollen das auch ordentlich machen wie die Deutschen. Ja. Und das ist ein Kompliment, ein Riesenkompliment. Es hilft jeder Brauerei, vor allem für uns ist ja die USA das größte Exportgebiet, das wir haben. Es hilft uns natürlich voll. Ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt langsam am Punkt angekommen, wo Craft, die Idee von Craft, jetzt nicht nur im Heimatland der USA, sondern auch international, und die klassische, hochwertige, qualitativ gut gemachte Braukultur zusammenkommen. Also man hat zuerst gehabt, wo diese Straßen quasi so auseinandergehen und jetzt dann bewegen sie sich wieder aufeinander und werden irgendwo kreuzen. Es wird dann wieder mal auseinandergehen. Ja? Aber ich glaube, gerade haben wir eine Bewegung, wo selbst das schöne Pilz, das gute Helle ja, oder das Weißbier einfach genauso Craft sein können oder sind. Ja?
Und das finde ich halt einfach cool, weil das belebt das Ganze. Da ist das Helle jetzt immer langweilig. Ja. Weil früher ist man einmal 2013, 2017 auf eine Craft-Bier-Messe gegangen und dann hast du ein Helles angezapft, da haben sie die alle angeschaut und gefragt so, das was hast, falsch, das was hast du wieder mitgenommen, ne? Ja, ja, genau, ja, nein, überhaupt nicht, weil die Craft-Bier-Brauer sind dann zu uns am Stand kommen, so, ja, und ja, wollten die, Helles die, trinken. Die Brauer haben es dann ausgesucht. Ja, ja, genau. Also das war dann wirklich das Fassel, das hatten wir dann nur. Wir haben auf die Braukunst live teilweise wirklich Pils, 0,3er Flaschenpils mitgenommen. Das haben wir draußen im Kühlwagen gelassen und quasi so das Feierabendbier und dann sind noch die anderen Kollegen daherkommen, ja, habt ihr mal einen Pils für uns? Logisch, macht eins auf, passt schon. Aber das finde ich halt cool. Ja. Ja, wir haben auch heute mit Reinhold einen großen Experten für Helles dabei. Das ist wirklich schwierig in diesem Panel, mich als Experten hinzustellen. in jeglicher Hinsicht, aber hey, ich hab's probiert. Ja, also Dennis und ich sind auch öfter bei uns in Hamburg in der Craft Beer Bar und dann hast du halt, du trinkst halt die Naipas und die Imperial Stouts und dann am Ende des Tages gibt es dann immer halt irgendwie ein schönes Pilz oder ein geiles Weizen. Ja, unsere Freunde von Riegele zum Beispiel auch da immer vertreten, ne? Also müssen wir mal hier unsere Jungs und Mädels von Wein Stefan noch ein bisschen pushen. Also das Schönramer zum Beispiel. Also die letzten zwei Halben dann, nachdem du irgendwie 3 Liter Naipa-Endos hast, die letzten zwei Halben sind Helles oder ein Herrenpilz oder sowas. Ja. Das ist das doch das Schöne. Ja, das ist Craft. Tissi, ich glaube, du hast nur eine Frage an die drei gehabt, die wir jetzt leider stellen müssen. So, ich glaube auch, die Zeit ist vorbei. Na Spezi, so kommst du mal nicht raus. Gell? Das sag ich dir jetzt einmal gleich. Wo ist der Abbinder? Ja, weil eins ist mir aufgefallen, in der Recherche vor unserem heutigen Zusammentreffen. Man schaut sich natürlich an, seine Gäste, Freunde, Kunden, die kommen und dann eine Führung von einem wollen. Dann habe ich gedacht, so, du, pass mal auf, Toni, warum muss ich die durch die Brauerei führen? Die haben einmal den Vitus verkostet und 53 von 100 Punkte vergeben. Solche Leute, gell, die kann ich mal prinzipiell nur so mittelgeil finden, ja. Deswegen habt ihr jetzt einmal die Chance. Wir hatten einen sehr sympathischen Vormittag. Ich finde euch wirklich mega cool. Aber das müsst ihr mir jetzt erklären. Darf ich kurz intervenieren? Ich bin erst seit 2017 dabei. Ich habe damals nicht mitgekommen. Ich war auch nicht in der Sendung übrigens. Okay, es löst sich jetzt ein bisschen aus. Das heißt, wir müssen das nochmal neu trinken auf jeden Fall. Wir haben es neu getrunken letztens. Kann man auf jeden Fall nochmal anhören. Wir haben ja eine wundervoll mit unserer Freundin Candy, die zeitgleich auch meine Nachbarin ist und hier auch ein bisschen die PR für Weinstefan macht, auf jeden Fall mal reinhören. Wir sagen euch nachher noch, wo ihr das machen könnt. Und da haben wir den Vitus natürlich nochmal neu probiert. Aber wo wir ihn das erste Mal getrunken haben, das war eine Blindverkostung. Das nannte sich das perfekte Bierdinner. Das heißt, einer bei uns in der Runde ist einkaufen gegangen, hat dann die Etiketten abgemacht, die Kronkorken unkenntlich gemacht, hat es den anderen zugeschickt und irgendwo entweder im Supermarkt, auf dem Transportweg, irgendwie sind 2 Flaschen davon, haben es nicht ganz so gut überlebt. Wenn ich jetzt nur gesagt hätte, oh, da ist aber irgendwas komisch, sondern auch unser guter Freund Markus, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich der Mensch in Deutschland mit der feinsten Nase, dem feinsten Geschmack, der hat das auch gesagt. Also wir schieben es mal so irgendwie auf den Getränkemarkt, wo das Bier dann vielleicht 2 Tage irgendwie in der Sonne stand. Aber Vitus, wir hatten es ja letztens auch bei Störtebeker Live, bei unserem Trainingslager für die Hobbybraumeisterschaft, ist für mich eins der wahrscheinlich Top 5 Biere, die wir in Deutschland haben. Also das ist für den Bierstil Heller Weizen Doppelbock, das ist eine Granate vom Fass. Reinhold hat sich gestern Abend noch hier im Braustübel eins gegönnt. Das geht runter wie Seide. Also da auf den Vitus lasse ich nichts kommen, weil Kutzi mir dann auch immer, also der das ausgerichtet hat an dem Abend, auch immer gesagt, ja, du hast keine Ahnung, das ist so ein super Bier. Ich sage, Kutzi, darum geht's nicht. Ich sage, das ist eins der besten 5 Biere, die wir in Deutschland haben. Ich sage, auf den Vitus lasse ich nichts kommen. Das ist lieb von dir, danke. Na, das freut uns, ja. Aber es kann ja immer wieder mal was sein. Ja. Ich meine, wir haben einmal beim anderen Ding geredet. Ich meine, es verlassen Millionen Flaschen die Brauerei in jedem Jahr, jede Brauerei. Da kann halt mal einfach mal was passieren. Ich meine, man ist nicht gefeit, aber das ist ja immer der Ansporn, den man hat dann als Brauer, dass man halt immer dran arbeitet und mit jedem Batch, mit jedem Sud, mit jeder Flasche einfach selber die Qualitätsansprüche nochmal hochhalten muss. Und finde ich gut, dass man es immer nachverkostet hat, weil das ist es ja. Ne? Wir sind ja hier auch im Wissenschaftsstandort in Wein, Stefan, mit der TU München. Unser Podcast ist auch eigentlich ein wissenschaftlichen Ansatz. Deswegen, also unter einer Dreifachbestimmung ist das halt einfach nicht, ne? Ganz genau. Genau, und deswegen, ihr wart gestern schon im Braustübel, der Dohne und ich, wir schauen mal jetzt an, gleich nochmal runter mit euch, also können wir ja nochmal Bestimmung machen. Oder natürlich unser Kellerpilz, das ich natürlich auch jedem empfehle, was ja nur exklusiven Braustüber gibt, das tankfrische Pilz aus dem Keller, wenn wir schon vorher beim Thema Pilz waren, natürlich auch noch was. Aber okay, nachdem wir hier mal eine Klosterbrauerei waren, die Absolution ist erteilt, lieber Dennis, das ist in Ordnung. Das passt schon.
Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Frage an euch. Ihr seid ja seit 2012 dabei, ihr seid älter als so manche Craft-Bier-Brauerei. Wie geht's für euch weiter? Ihr nähert euch jetzt langsam die 200 Episoden an. Also ihr habt jetzt einiges schon erlebt auf eurer Bierreise sozusagen. Was habt ihr denn eigentlich nur geplant? Nächstes Jahr wird es natürlich so, Gott und Corona möchte, die große 10-Jahres-Feier geben. Möchte euch an dieser Stelle schon mal beide recht herzlich einladen. Dankeschön. Im Idealfall möchten wir das natürlich bei uns in der Elbphilharmonie machen. 10 Jahre Männerabend. Welche 5 Biere es da gibt, kann ja jetzt jeder vielleicht nochmal 5 Minuten zurückspulen. Spoiler, im Laufe der Jahre wurden die Biere nicht leckerer. Und mal überlegen, was für 5 Biere da. Aber ich könnte mir auch vorstellen, da ist auch ein Vitus dabei. Ich wollte gerade sagen, darfst du einfach mal ein Fässchen Vitus, wir haben ja 21 Zapfleitungen, dass auch vielleicht im Laufe des Abends dann noch da ein Fass Vitus angeschlossen wird und vieles mehr. Was gibt es noch für Ziele? Wir haben eigentlich alles erreicht, muss man ja sagen. Ne? Wir waren bei Westfleterin, die Merle Male haben da Bier abgeholt. Wir waren letztes Jahr bei Russian River, haben den Pliny the Younger Release mitgemacht, uns da morgens um 5 in die Schlange gestellt und so weiter. Also wir haben eigentlich alles erreicht, aber unseren Fans sind wir, glaube ich, auch einfach schuldig, weiterzumachen. Ne? Also das ist wie Manuel Neuer, der jetzt 14 Mal Deutscher Meister war in Folge. Also rein und wir ziehen durch. Oder hast du schon den Rentenschein ausgefüllt? Also wir haben es eigentlich nicht mehr nötig, irgendjemandem was zu beweisen. Also wir machen es einfach trotzdem für die Fans. Für die Fans, ja. Ey, ich musste immer an so einer Stelle an einen Sketch von Michael Bulli-Herbig denken, also als Franz Beckenbauer im Auto sitzt und sagt, ich war alles, ich war Weltmeister, ich war Europameister, ich war Waldmeister, ich war Hausmeister, ich war alles. Nein, aber das ist super schön zum Herrn, weil... Es kann schon passieren, dass nach einer Zeit mal die Luft raus ist, aber das Gefühl habe ich jetzt bei euch eigentlich nicht. Es ist ja das Schöne, es gibt ja immer wieder, jetzt fangt ihr an und sagt, Mensch, wir haben ein Original-Helles, wir machen noch ein neues Helles. Ne? Und dann heißt es, aber wir schrauben auch noch, weiß nicht, ob, kann man noch nicht zu viel verraten, aber da sind ja auch noch neue Produkte, die in Zukunft nochmal kommen. Also das immer, wenn ich den Leuten in Verkostung das erkläre, ich sage, also Bier hast du ja nie durchgetrunken, du bist nie fertig. Ja. Also es ist nicht wie ein Puzzle, wo du sagst so, jetzt habe ich das Puzzle fertig und was mache ich jetzt? Ne? Sondern Bier, es kommen immer so viele neue Sachen, so viele neue Hopfensorten, so viele Braumeister, die neue Ideen haben. Also ich glaube, Bis zur Rente werden wir da noch ganz gut beschäftigt sein. Du kannst das Spiel Bier nicht durchspielen. Ganz genau, ja. ja. Ich habe meine Leberwerte checken lassen, also auch da bin ich safe. Arno in Ordnung, sehr gut. In Ordnung ist übertrieben vielleicht. Aber ein paar Jahre habe ich noch. Ja. Na super, also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Reinhold hat ja schon so gierig ausgetrunken. Es gibt normalerweise einen unserer Standardsprüche bei uns im Podcast, ist immer, ich nehme nochmal einen Schluck. Und die Regel ist, wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck. Das heißt, wer noch was hat, würde ich nochmal ganz gerne hier mit eurem leckeren Kellerbier. Und einmal, das freuen sich die Podcast-Hörer, die mit Kopfhörern immer zuhören. Ganz besonders, genau. Wenn angestoßen wird. Also, vielen Dank, dass wir da sein durften. Sehr gern. Fantastisch, wir waren das erste Mal, aber kann man jetzt gucken, ob es ein Versprechen oder eine Drohung ist. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal hier. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.